folgt jetzt geballte Manpower mit Sven, Joachim und Paul. Ich will euch gar nicht so lange von der Keynote abhalten und übergebe deswegen sofort das Wort an Sven. Bitte schön, deine Bühne. Danke. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Geballte Manpower, der Jo ist noch da, der Paul ist noch da. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich werde so die ersten 25 Minuten was sagen und so ein bisschen die Basis legen, den Rahmen legen zu unserem Thema Fair Pay. Und der Jo und der Paul gehen da ein bisschen in die Tiefe, ins Detail rein. Wir hatten heute Morgen schon einen Talk zum Thema Bezahlung, Vergütung. Und ich würde gerne ein bisschen tiefer eintauchen, um was es eigentlich geht und warum wir hier oben eigentlich stehen. Also mein Name ist Sven Franke und ich bewege mich seit 8 Jahren in diesem Bereich Organisationsmanagement, Organisationsgestaltung, habe Filme zum Thema neue Arbeitswelt gemacht, ja, okay, mit Augenhöhe. Und wir sehen uns so ein bisschen als Thementreiber für neue Themen. Und ein Thema ist genau dieses Thema Vergütung. New Work braucht New Pay. Hier wird es ein Buch bei Haufe geben, hier, wen es interessiert, hier unten liegen auch so ein paar Karten, wo man ein bisschen mehr erfahren kann. Warum sind wir überzeugt, dass wir neue Vergütungsformen brauchen? Weil wir dabei sind, Organisationen massiv umzubauen. Wir aber nach wie vor tayloristisch bezahlen. Warum haben wir überhaupt New Work? Was sind denn die Bedürfnisse, die überhaupt da sind? Ich glaube, über die letzten beiden, 3 Tage hat sich das auch schon so ein bisschen durchgezogen. Es ist sicherlich das Thema Digitalisierung, was nicht neu ist. Es ist das Thema KI. Das ist aber auch das Thema gesellschaftlicher Wandel. Und das merken wir, glaube ich, alle ganz, ganz aktiv. Die Veränderung in der Gesellschaft. Wir haben Diskussionen, wir merken politischen Ruck. Wir merken aber auch eine Veränderung der Mitarbeiter. Aus meiner Sicht hat das angefangen mit der Diskussion um die Generation Y. Man kann von der Generation halten, was man will. Ich glaube nicht, dass man sie in einer Schublade packen kann. Das ist ähnlich wie die 68er-Generation, das war auch nur so ein ganz kleiner Bruchteil, den wir nach wie vor als 68er-Generation beschreiben. Aber das, was die Diskussion um die Generation Y bewirkt hat, ist, dass über Sinn von Arbeit diskutiert werden durfte, in Organisationen. Es war vorher kaum der Fall und plötzlich durfte jeder über Sinn von Arbeit diskutieren. Der zweite Aspekt ist, Organisationen erkennen immer mehr, dass sie auf das Potenzial ihrer Mitarbeiter nicht verzichten können. Und da sind die meisten Organisationen richtig schlecht. Da wollte ich den Raum machen. Ja, genau, da musst du da. Dann mache ich da weiter. Wenn man mal so in große Organisationen schaut und HR fragt, kennt ihr die Potenziale eurer Organisation? Machst du das? Dann kriegt man erstmal fragende Gesichter und dann, dann wird gesagt, ja, die kennen wir. Und welche Potenziale kennen sie? Das sind die High-Performer laut Personalakte. Das ist keine Kunst. Das ist ja ihr Job. Und das sind die, die immer hier schreiben. Das ist auch keine Kunst, weil die kennt die ganze Organisation. Übrig bleiben 80% der Mitarbeiter. Und es gibt kaum eine Organisation, die weiß, was diese Mitarbeiter noch für Potenzial haben.
gerade wenn Sie länger in der Organisation sind, weiß ich, was Sie in der Freizeit machen. Vielleicht machen Sie Dinge, die ich aktuell oder zukünftig in der Organisation brauche. Also ein schönes Beispiel ist EnBW, also Energieunternehmen, Energieversorgungsunternehmen. Und die haben Veranstaltungen gemacht, wo Mitarbeiter aus der Organisation Projekte vorstellen konnten und haben um Mitarbeiter geworben. Und unter anderem ist dabei rausgekommen, eine neue Art der Straßenlampe. Eine Straßenlampe, die als Ladestation genutzt werden kann, aber auch eine Straßenlampe, die als Notrufsystem genutzt werden kann. Also habe ich alle 50 Meter eine Ladestation und alle 50 Meter eine Notrufsäule. Es wusste aber keiner, dass sich ein Mitarbeiter damit auskennt mit Notrufsystemen. Das ist dabei erst entstanden. Das heißt, es sind Räume aufgemacht worden. Das sind die großen Herausforderungen. Dann habe ich das Thema, naja, Mitbestimmung. So diese Idee, die auch dahinter steht, dass immer mehr auch der Mitunternehmer gefragt ist in der Organisation. Und was heißt denn das, wenn ich Mitunternehmer bin? Da kann ich ja nicht nur geben, da muss ich auch was nehmen können. Und das Thema Selbstverantwortung. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, wo Organisationen zunehmend mehr Berührung bekommen. Was passiert mit der Organisation? Was erleben wir da? Naja, Auflösung der Pyramide. Es war ja so schön. Also Taylor, so eine Aufbauorganisation, hat einfach perfekt funktioniert. Über gut 100 Jahre. Planbarkeit hat funktioniert. Es war klare Hierarchien haben funktioniert. Aber Taylor hat den Nachteil, dass die Aufbauorganisation davon ausgeht, dass oben gedacht wird und unten umgesetzt wird. Mhm. Und ich glaube, das ist in den wenigsten Organisationen noch der Fall. Das heißt, ich brauche da andere Mechanismen. Ich brauche andere Organisationsformen. Da ist so ein Pfirsich abgebildet. Kann ein Pfirsichmodell sein. Das, was wir erleben in der Praxis, ist, dass es keine Blaupause mehr gibt. Dass sich jede Organisation selber seinen Weg finden muss und jede Organisation selber seine Organisationsform finden muss. Das ist eine Herausforderung und das ist eine Unsicherheit. Und klar, ähnlich wie im agilen Umfeld, mit Unsicherheit umzugehen. Führung wird sich verändern. Also die Zeit, dass man lebenslang Führungskraft ist, wird, glaube ich, nicht mehr eintreten, sondern wir werden auch da massive Veränderungen erleben. Vielleicht die Führungskraft als Rolle und wie gehe ich dann mit Vergütung um? Und das, was wir noch erleben, ist, die Neudefinition des Wir-Begriffs. Was meine ich damit? Wenn Sie an Ihre Organisation denken und von Wir sprechen, wer ist denn das? Ist das Ihr Team? Ist das Ihre Abteilung? Ist das Ihre Organisation oder Ihr Standort? Zählen Lieferanten mit dazu, zählen Kunden mit dazu? Also wer ist wir? Und ich glaube, es wird zunehmend so sein, dass dieser Wir-Begriff immer größer gefasst werden muss. Was hat das alles mit Vergütung zu tun? Wir waren im Rahmen
des Buches unterwegs und haben mal geschaut, was es jetzt schon gibt. Ähnlich wie bei anderen Themen ist es gar nicht so sehr viel Neues. Vieles wurde in den 60er Jahren schon mal ausprobiert. Aber was man merkt ist, es ist in Bewegung. Und dann stößt man auf Aspekte wie, was ist denn der Sinn von Bonus? Also wissenschaftlich ist das relativ klar. Das kommt aus dem Akkordlohn. Und da funktioniert der perfekt. Das heißt, gleiche Tätigkeiten immer wieder wiederholend mit einer hohen Stückzahl funktioniert perfekt. Der Nachteil, die guten Mitarbeiter werden ihr Wissen nicht teilen. Aber dafür hat man dann ja ein Verbesserungssystem, was dann wieder eine Belohnung ausschüttet, wenn ich meine Verbesserungsideen teile. Was aber auch schon seit Jahrzehnten klar ist, sobald ich kreativ sein muss und denken, ist eine Belohnung hinderlich, eine Geldbelohnung hinderlich, weil sie blockiert. Und das ist ja spannend. Eigentlich wissen wir es wissenschaftlich und trotzdem zahlen wir es. Und zwar in so vielen Maßen, dass es ein bisschen erschreckend ist. Und das Spannende ist ja an so Zielvereinbarungen, die daran meistens geknüpft sind, zu sehen, wow, ich unterschreibe und eigentlich bin ich mir noch sicher, ich kriege 85% des Bonus eh. Weil ich gut verhandelt habe oder weil das so üblich ist in meiner Organisation. Nur dann ist es kein Bonus mehr, dann ist es Festgehalt. Also auch da werden wir eine Veränderung erleben. Wie der Bonus genutzt wird. Zweiter Aspekt, warum wir fest davon überzeugt sind, dass es eine Veränderung in Vergütung geben muss, ist das Thema, wie bewerte ich eigentlich Jobs? Wie bewertet unsere Gesellschaft Jobs? Was meine ich damit? Warum sind wir als Gesellschaft bereit, einem Müllwerker mehr zu bezahlen als einer Hebamme? Beispiel. Wir erleben die Diskussion gerade in sozialen Berufen, wo man plötzlich merkt, das kommt aktuell an eine gesellschaftliche Grenze. Wie wollen wir so eine Jobs zukünftig vergüten? Heute Morgen klang das auch schon an, das Thema Transparenz. Transparenz von Gehältern. Ganz oft ein Thema, was bei uns in Diskussionen angesprochen wird. Wie transparent müssen Gehälter sein? Das können wir ein bisschen ausprobieren. Wer kennt das Gehalt seines Partners? Okay. Wer kennt das Gehalt seiner Kollegen? Okay. Wer spricht mit seiner Familie über Gehalt? Okay, ziemlich viele. Ah. Wer kennt das Gehalt der Kollegen? Okay, wunderbar. Also habe ich die Möglichkeit, in der Organisation über Gehalt zu sprechen? Und für was ist Transparenz überhaupt sinnvoll? Eines der Kernaspekte. Transparenz macht nur dann Sinn,
wenn Sinn dahinter steckt. Wir werden nachher bei euch sehen, dass ihr eine gewisse Transparenz habt, die so ein bisschen gekapselt ist. Aber wir auch Organisationen erleben, die sagen, eine Transparenz macht gar keinen Sinn. Vielleicht muss nur das System, wie das Gehalt entsteht, transparent sein. Und wenn sich da jeder gerecht behandelt fühlt oder fair behandelt fühlt, könnte das vielleicht schon ausreichen. Und das ist der größte Punkt. Also wir waren unterwegs, wir haben mit 10 Organisationen Interviews geführt und haben mal geschaut, wie diese Organisationen mit Gehalt umgehen. Es waren relativ viele Agenturen dabei, es ist auch spannend, dass da gerade viel passiert. Und es entstehen ganz unterschiedliche Gehaltsmodelle. Aber das, was man auch merkt, ist, dass immer mehr Organisationen ringen, wie entsteht denn bei uns Gehalt? Sich reiben und auf Themen stoßen wie, was ist denn Fairness? Wie definieren wir als Organisation Fairness? Oder was ist denn Gerechtigkeit? Haben wir sowas in der Organisation als Begriff überhaupt geprägt? Und selbst wenn wir es geprägt haben, gibt es überhaupt ein gerechtes Gehalt? Und dann merkt man ganz schnell, boah, das ist ja richtig schwer. Schon fühle ich mich gerecht behandelt. Es ist ja tagesformabhängig. Also mal habe ich einen guten Job, wo ich sage, wow, das fließt, ich bin im Flow. Da gucken die wenigsten drauf, ob sie das richtige Gehalt kriegen. Und wenn es anders ist, bekommt das Gehalt plötzlich so einen Schmerzensgeldanteil. Also auch mal eine spannende Frage, um die mal mitzunehmen. Wie viel Schmerzensgeld ist eigentlich in meinem Gehalt enthalten? Und verändert sich das Schmerzensgeld? Und hier sieht man so ein bisschen, ich möchte Mut machen, da mal hinzuschauen und da mal auch in die Diskussion zu gehen und festzustellen, wow, das sehen die Kollegen ja ganz anders. Für uns war das echt so eine glorreiche Erfahrung. Wir sind in ein Unternehmen gegangen, die Einheitsgehalt haben und sie hatten dafür super gute Begründung. Also jeder Mitarbeiter kriegt dasselbe. Hört sich erstmal total ungerecht an. Das Spannende an der Organisation war aber, dass sie Einheitsgehalt hatten, es abgeschafft haben und dann wieder eingeführt haben. Weil sie gemerkt haben, für sich selber, andere Systeme sind auch nicht gerechter. Wir haben jetzt 13, 40. Am Folgetag sind wir zu einer Organisation gegangen, die Wunschgehalt haben. Also wo jeder Mitarbeiter individuell entscheidet, was er verdient. Hört sich erstmal ein bisschen verrückt an. Und das ohne Rahmenbedingungen. Das heißt wirklich, jeder Mitarbeiter entscheidet für sich selber, welche Kriterien er anlegt an sein Gehalt. Ist das meine Leistung? Brauche ich vielleicht mehr, weil ich 2 Kinder habe? Also auch ein Aspekt, der außerhalb der Organisation eigentlich liegt. Und Sie sagen davon, das ist für uns ein Solidarprinzip. Das
sind jetzt so kleine Beispiele. Aber auch im Großen merken wir es, dass eine Veränderung stattfindet. Ein schönes Beispiel ist die Deutsche Bahn mit ihrem Tarifabschluss im letzten Jahr. Das war ein bisschen Sprudel. Momentan ist sie hier in aller Munde wegen Verspätungen. Ich kann da gut ein Lied von singen natürlich, weil ich eine Bahncard 100 habe. Aber mit dem Tarifvertrag sind sie echt einen richtig großen Schritt gegangen. Der Mitarbeiter individuell hat das Wahlrecht, nämlich 2,62% mehr Gehalt, nämlich 6 Tage mehr Urlaub oder eine Wochenstunde weniger. Individuell. Wenn man davon ausgeht, vorher war alles tarifrechtlich fest eingeschnurrt, plötzlich so eine Öffnung. Was schätzen Sie, wie viel sich für die Wochenarbeitszeitreduzierung entschieden haben? Prozentzahl, 170 Mitarbeiter waren im Topf. 170.000 Mitarbeiter waren im Topf. Wie viel? 40? 70? 100.000 Leute, okay, auch so 40%. 70%? Ja, 60. 2%. Also ein Thema, was Gewerkschaften über Jahrzehnte geprägt haben und immer dafür gekämpft haben, dass die Wochenarbeitszeit reduziert haben, haben bei einer Wahlmöglichkeit 2% gewählt. Knapp 60% haben Urlaub gewählt. Die 6 Tage Urlaub gewählt. Und das Spannende ist zu sehen, dass egal wie alt der Mitarbeiter ist, sie 60% Urlaub genommen haben. Sie haben das alles in 5 Jahresclustern ausgewertet und es zeigte sich, dass es zwischen 20 und 60 völlig egal ist. Roundabout 58%. Die Jüngeren unter 20 nehmen überproportional Urlaub und die Älteren überproportional Geld. Und wie ist es dazu gekommen? Die Gewerkschaft hat mal ihre Mitglieder gefragt. Was wollt ihr eigentlich? Also was sollen wir für euch verhandeln? Und rausgekommen ist, es gibt gar kein einheitliches Bild. Und das ist die große Herausforderung. Wir haben eine Individualisierung der Gesellschaft, die sich natürlich auch in die Mitarbeiterschaft zieht. Der eine will den Urlaub, der andere sagt, ach, ich nutze noch nicht mal meine 30 Tage Urlaub oder meine 26 Tage Urlaub, die ich habe. Und der andere, wieder ein anderer sagt, ich will eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Also wir werden eine Vielfalt erleben. Und darauf muss Vergütung sich einstellen. Sven macht jetzt einen Punkt lang. Das sind so 3 Beispiele gewesen. Wir haben mal einen kleinen Blick ins Einheitsgehalt geworfen. Wir haben einen Blick ins Wunschgehalt geworfen. Vielleicht zu dem Wunschgehalt noch. Als die Liste fertig war, stellte die Organisation fest, wow, wir können uns diese Wunschgehälter gar nicht leisten. Aber die Lösung war relativ einfach. Alle haben prozentualen Abzug gekriegt. Was ein super Leistungsaspekt natürlich für die Organisation war, weil wenn jeder sein Wunschgehalt haben will, müssen wir mehr Umsatz machen. Und sie haben bei -25% angefangen und sind jetzt bei -15%. Und dazwischen gibt es noch ganz viel. Wir werden gleich Seibert erleben mit Teamsport als Gehalt. Wir haben eine transparente Gehaltsformel, wo sich die Organisation auf Parameter geeinigt hat und die Gehaltsformel das Transparente ist. Wo klar ist, die Parameter haben Auswirkungen auf unser Gehalt. Wir haben so eine Themen wie Einhorn hier in Berlin macht, wo es einen Aufschlag gibt für Kinder. Also wenn du Kinder hast, darüber kann man sich immer streiten, aber wenn du Kinder hast,
kriegst du 400 Euro mehr netto. Und so werden wir, glaube ich, eine ganze Bandbreite sehen. Im angesprochenen Buch haben wir so 10 Beispiele aktuell, aber es werden noch weitere dazukommen. Und jetzt übergebe ich an meine Kollegen. Dankeschön, Sven. Schau mal ganz kurz, Ton passt. Super, genau. So, nimmst du ihn? Ja. Fair Pay, Gehaltsfindung als Teamsport. Genau, jetzt kommen wir mit unserem Beispiel. Ja, nachdem der Sven ja das Thema sehr schön und breit aufgemacht hat, steigen wir jetzt tief hinab in unser Beispiel. Und wir versuchen das in relativ kompakten 20 Minuten mal so die Kernaspekte rauszustellen und hoffen, es ist einigermaßen verständlich. Den Rest kann man danach noch in der letzten Viertelstunde diskutieren. Ja, genau. Wir sind Jo und Paul. Genau. Jo ist einer der Begründer von Cybert Media und seit über 20 Jahren Softwareentwickler, gelernter Softwareentwickler. Seit unserem Pilotprojekt, Scrum-Pilotprojekt 2010, hat er sich stärker auf Scrum Mastering und Agile Coaching verlagert, ist sozusagen in dem Pilotprojekt Scrum Master gewesen und hat später die Organisationsentwicklung bei uns getrieben und ist insofern nur noch sehr, sehr selten am Coden auch, aber sehr viel mit der agilen Organisation bei uns beschäftigt. Genau, neben mir steht der Paul. Der Paul war mit mir zusammen in diesem Pilotteam und war mein Product Owner und ist aber eigentlich Produktentwickler, Geschäftsmodellentwickler bei uns, immer untriebig und kümmert sich momentan um das Thema Google. Ja, wer sind wir? Cybert Media. Uns gibt es seit 96. Da steht im stetigen Wandel. Wir haben uns öfter neu erfunden. Wir haben angefangen mit dem Dienstleistungsgeschäft im Internet, haben uns, also wir Webseiten programmiert, alle möglichen Dinge. Mittlerweile haben wir uns so eine kleine Vision formuliert, in der es in der Zusammenarbeit der Teams geht, also irgendwie Dinge zu tun, die Teams befähigen, besser zusammenzuarbeiten. Und machen da ganz viel mit Kollaborationssoftware, die wir vertreiben und auch mit weiterentwickeln. Um dann ein paar Beispiele kurz zu nennen, das ist sozusagen der kleine Werbespot hier. Wir haben im Bereich Prozess- und Projektmanagement machen wir viel mit Jira, zum Beispiel Atlassian Jira, haben für Scaled Agile Framework, für agile Skalierung dort Dinge realisiert, machen Social Intranet-Projekte oder führen auch Cloud-Office-Lösungen mit der G Suite zum Beispiel ein. Bieten da alles von Konzeption über Design, Entwicklung, Hosting und also so ein Gesamtpaket. Ja, wir waren seither relativ technisch unterwegs, also ein Großteil stand vorne auf der Folie, 75 Entwickler. Und ja, seit 96, wir haben hier mal so eine Kurve aufgezeichnet, die unseren gefühlten State of Agile mal so skizziert, ja. Und da kann man ein paar Dinge beobachten. Am Anfang sind wir irgendwie alle agil. Startup ist ja auch irgendwie agil und dann müssen wir uns sowieso erst finden. Ja, allerdings sieht man dann, dann kam so ein langes Tal ja, der Dürre eigentlich. Ja, ein kurzes Ausflackern so um die Jahrtausendwende mit Extreme Programming, aber das hat bei uns irgendwie nicht so richtig eingeschlagen. Das war ja auch eher für Programmierer gedacht, ja, sag ich mal. Und dann lange eine Phase, wo wir gesucht haben, wie können wir uns organisieren, Wasserfall ist es irgendwie nicht und Checklisten funktionieren nicht. Ja, und dann kam der Kollege mit der ersten Scrum-Schulung und hat gesagt, lass das mal ausprobieren. Und dann kam, wie gesagt, unser erstes Scrum-Projekt. Heute ist es so, dass alle Teams, auch die internen, also Orga-Team und so weiter, sich mit Scrum oder Kanban organisieren, obwohl wir das nie als Standard ausgerufen haben. Also es hat sich etabliert, könnte man sagen. So 2012 rum kamen wir dann auch drauf, dass naja, Selbstorganisation, Verantwortung übernehmen ja nicht nur im Team ist, sondern es gibt ja auch eine Organisation, die einen Rahmen bildet. Und dieser Rahmen muss sich auch entsprechend weiterentwickeln, muss die Freiheiten den Teams ermöglichen, die sie brauchen eben, um sich selbst organisieren zu können. Und da haben wir nennen es unseren Agile-Org-Prozess, ein Prozess zur agileren Organisation oder wie auch immer, eine Plattform ins Leben gerufen, in der wir gemeinsam an Dingen weiterarbeiten, die uns global, also als Organisation, beschäftigen. Und ja, dreimal dürft ihr raten, was da auch Bestandteil ist. Genau, der Gehaltsfindungsprozess. Immer wieder, eigentlich jedes Jahr, aber dazu später mehr, diskutieren wir darüber.
Genau. Ja, am Anfang war das noch so ein bisschen gefühlt Tabuthema. Ne? Kann man Gehalt in diesem Rahmen der Unternehmensverbesserung dann so besprechen? Und mittlerweile beschäftigt uns das sehr beständig die letzten Jahre auch. Wir möchten ganz kurz erstmal auf drei Kernelemente von unserem Gehaltsfindungsprozess eingehen, um so ein bisschen den Rahmen zu setzen und stellen dann ein bisschen spezifischer den Prozess vor. Es ist so, dass wir relativ lange auch versucht haben, sozusagen auf diesem Weg in dieses Tal, das der Jo eben dargestellt hatte, Objektivierung von Gehaltsfindungskriterien festzumachen sozusagen. Wir haben angefangen, Matrizen aufzuspannen und haben gesagt, okay, wenn man Softwareentwickler ist und ein Senior werden möchte, dann muss man die und die Dinge getan haben. Und dann eben klassisch so mit Gruppenleiter, Bereichsleiter das Ganze diskutiert und haben dann irgendwie festgestellt, auch im Rahmen unserem agilen Rollout dann, dass wir eben die guten Erfahrungen auf Teamebene gemacht haben, dass Teams auch Entscheidungen treffen können gemeinsam und Dinge offen miteinander diskutieren können, dass eigentlich eine teambasierte Entscheidungsfindung für uns sehr, sehr gut funktioniert. Und von Lars hier noch so ein kleines Zitat, Lars Vollmer war ja auch schon hier auf der Bühne. Und er sagt eben, wenn man komplexe Probleme lösen möchte, dann sollte man nicht danach fragen, wie man die löst, sondern wer die lösen kann. Und insofern gucken wir, dass wir ein Gehaltschecker-Team finden, das genau darauf eine Antwort gibt. Wie sollten die Gehälter unserer Mitarbeiterschaft sich verändern? Und das Ganze mit der Motivation, dass wir in diesem Agile-Org-Prozess festgestellt hatten im Rahmen einer Story, dass den Leuten insbesondere das Vertrauen in den Prozess, ne, wie Sven vorhin auch gesagt hat, Transparenz über den Prozess und auch zu sehen, wer spricht denn da mit über mein Gehalt, dass das eigentlich das Schlüsselelement war. Und so sind wir zu einem Team basiert, jetzt muss man aufpassen, also es gibt ein eigenes Gehaltschecker-Team dann an der Stelle dafür, ja. Aber sozusagen einem gruppenbasierten Entscheidungsprozess gekommen. Genau. Wer ist das Gehaltschecker-Team oder wie kommt das zustande? Ja, der Sven hat eben schon gesagt, die Pyramide ist ja nicht mehr, sondern wir zeichnen jetzt Kreise oder Pfirsiche, also eine Darstellung unserer Organisation angelehnt an das Pfirsichmodell von Nils Pfleging. Ja, da sieht man, es gibt unterschiedliche Teams und es gibt Außen und Innen. Und da gibt es jetzt so mal exemplarisch ausgestellt, diese grünen Persönchen, die werden bei uns gewählt. Und zwar funktioniert das so, dass jeder Mitarbeiter gefragt wird, nenne mal zwei Kollegen, von denen du der Meinung bist, dass die dein Gehalt und dass die Relationen zu deinen Peers gut einschätzen kann. Und aus dieser Wahl sind in diesem Jahr 10, im Jahr davor waren es 12. Wir gucken immer so ein bisschen, dass dann diese Zusammenstellung auch irgendwie sich alle wiederfinden. Also auf jeden Fall ist es ein Querschnitt der gesamten Organisation. Und man sieht an diesem erfundenen Beispiel, das muss nicht aus jedem Team jemand sein. Ja, und beziehungsweise es gibt auch verschiedene Dimensionen. Hier sehen wir jetzt Teams, es gibt ja auch noch die fachliche Dimension. Also Programmierer sagen vielleicht, naja, der PO in meinem Team, der kann nicht über mein Gehalt mitreden, sondern das muss hier unser Chefprogrammierer XY. Und der ist vielleicht in einem anderen Team, aber der kann das viel besser. Also es gibt da verschiedene Dimensionen, über die die Leute nachdenken oder Aspekte, wer gut über mein Gehalt entscheiden kann. So. Ein zweites Kernelement ist die Transparenz. Und dazu ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass bei uns Informationen sehr transparent gelebt werden, also per Default alles offen sein sollte an Informationen auch in unserem System und das Gleiche auch bei uns für die betriebswirtschaftlichen Auswertungen zum Beispiel gilt. Das heißt monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich, die Zahlen werden allen Mitarbeitern genauso offengelegt wie den Gesellschaftern und werden dann auch entsprechend vorgestellt der Mitarbeiterschaft, sodass die Kollegen immer genau wissen, wo sind wir gerade kaufmännisch auch unterwegs. Wenn jetzt eine Gehaltsrunde kommt, wird die tendenziell größer ausfallen können oder eben kleiner ausfallen, weil sie nach und nach über die letzten Jahre auch diese kaufmännische Denke sozusagen auch mit erlernt haben. Natürlich in unterschiedlichem Umfang, nicht jeder mag sich damit beschäftigen, aber es werden halt sehr viel an Informationen darüber auch bei uns bereitgestellt und steht dann eben auch für. Häufig sieht man auch so, Entschuldigung für die doofe Frage, aber könnt ihr das nochmal erklären? Dann sagen wir, es gibt keine doofe Frage, sondern wir freuen uns, wenn ihr Interesse habt, euch auch mit den Zahlen ein bisschen zu beschäftigen und dann auch sozusagen diese Transparenz zu leben. Und genau, das ist ein Teilaspekt der Transparenz im Gehaltsprozess. Ja, jetzt muss man dazu sagen, die Gehälter sind, ja, ich nenne das mal pseudotransparent. Also es gibt jetzt keine einsehbare Liste im öffentlichen Wiki oder sowas. Sondern es kann jeder zur Personalabteilung gehen und sagen, ich brauche mal, also mein Gehalt werde ich ja schon noch wissen, aber ich brauche mal das Gehalt von den und den Leuten, weil das, ich denke, das sind meine Peers und ich möchte mich gerne mit denen vergleichen.
Ja, was wir nämlich tun ist, im Rahmen der Gehaltsordnung, ich komme später nochmal, die Leute dazu zu ermuntern, sich mal Gedanken darüber zu machen, wo sie relativ zu anderen stehen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich die Gehälter der anderen kenne, sonst kann ich mich nicht entsprechend einordnen. Da sieht man hier zum Beispiel ist ein Foto vom Meetingraum von uns, könnt ihr hinten an der Wand erkennen, ganz ein bisschen unscharf, so eine Gehaltsskala. Ja, und tatsächlich wird dieser Raum insbesondere während unserer jährlichen Gehaltsrunde sehr stark dazu benutzt, um einfach mal so einen Magnetbutton von sich dann irgendeine Stelle zu stellen, nämlich die mein Gehalt symbolisiert und die anderen, mit denen ich mich gerade vergleichen möchte, entsprechend an die anderen stellen. Das heißt, ich kann mir angucken, rein visuell, wie sieht denn so die Gehaltsverteilung aus und kann dann sagen und kann dann mit anderen diskutieren darüber, finden wir das eigentlich fair, ja, wie müsste sich das verändern, der andere macht einen ganz anderen Job, huch, warum kriegt der so wenig, das machen wir gemeinsam in diesem Raum. Wichtig da auch, ich hatte das kaufmännische Verständnis schon mit angesprochen, wir schauen auch, dass wir regelmäßig eben dann Gehaltsdaten, auch Marktdaten mit bereitstellen und die dann auch als Buttons sozusagen mit hinzugezogen werden können in der Diskussion. Dass man halt ein bisschen versteht, was sind denn so die Marktgefüge für einen Softwareentwickler draußen, für einen Consultant, für einen Designer und Co. Da gibt es dann verschiedene sagen Zahlen, die wir aus dem Markt noch auch den Kollegen dann transparent machen, um eben zu besseren Entscheidungen auch in der Diskussion zu kommen. Drittes Kernelement ist, dass diese Gehaltsrunde jährlich stattfindet. Als wir das allererste Mal gemacht haben, wo das noch versucht war, mit objektiven Kriterien zu machen und letztendlich durch die Geschäftsführung definiert wurde, haben wir das auch schon den Effekt gehabt, dass wir gesehen haben, oh, da sind uns ein paar Leute über die Jahre runtergerutscht. Und einige haben über die letzten 3 Jahre aber 4 Gehaltsveränderungen bekommen, weil die irgendwie kaum war die letzte Gehaltsveränderung durch, haben die wieder angeklopft und haben gesagt, was kann ich jetzt tun, damit ich in 3 Monaten wieder mehr Geld bekomme. Und diesen Effekt wollten wir ausschalten, indem wir mindestens einmal im Jahr eben diesen Fixpunkt haben, wo wir uns wirklich die Verteilung auch anschauen. Weil man hat ja auch Neueinstellungen und bei Neueinstellungen ist es immer besonders schwierig eben zu schauen, wo wäre denn jetzt eine faire Einstufung. Und insofern kann diese jährliche Gehaltsrunde dann ein Korrektiv darstellen, weil wir dann halt sehen, okay, der ist vor 7 Monaten da eingestuft worden, wie sollte jetzt die Veränderung dort dann ausfallen? Vor allen Dingen hat uns das auch historisch geholfen, weg von einer individuellen Gehaltsvereinbarung hin zu einem, sagen wir mal, einigermaßen fairen internen Verhältnissen. Ja, weil das natürlich auch, der Sven hatte gerade gesagt, Abschläge von 25% oder sowas, das war bei uns am Anfang auch so, dass wir gesagt haben, okay, das, wie es gerade ist, das ist überhaupt nicht rund, wir müssen das entwickeln und das machen wir jährlich. So, in diesem Jahr wird es ein bisschen besser und im nächsten Jahr wird es dann noch ein bisschen besser und irgendwann haben wir dann das Gefühl, es ist vielleicht einigermaßen gerecht. Ja, und das haben wir in jährlichen Schritten dann gemacht. Wie läuft das jetzt generell ab? Ja, am Ende kann man sagen, wir sind schon irgendwie so Januar bis Mai irgendwie mit dem Thema Gehalt beschäftigt. Ja, das Grüne ist die Hauptphase, März, April, da wird ganz viel über Gehalt diskutiert, der Rest drumherum ist so ein bisschen Vor- und Nachbereitung, sage ich mal. Ja, also im Januar fangen wir zum Beispiel an und sagen, okay, wir setzen mal die Termine fest, wann wollen wir denn starten, dann wählen wir unsere Gehaltschecker, fragen also alle Leute, wer sind denn die beiden, die du dabei haben möchtest. Und wenn der zusammengestellt ist, könnt ihr auch Gehaltschecker sich erst nochmal kurz ausruhen, weil dann beginnen wir mit dieser Konsultationsphase, wo wir dann mit ganz vielen Leuten reden und sagen, okay, habt ihr mal im Team über das Gehalt gesprochen, wie sieht es denn in der Gruppe der Product Owner aus, guckt euch das doch mal an, was ihr denkt, was sich verändern müsste. Also wir sammeln, oder auch individuell, also ich kann ja wie gesagt auch zur Gehaltsabteilung, zur Personalabteilung gehen und sagen, ich brauche mal 4 Gehälter, ich glaube für mich passt es nicht. So, also sowohl fachlich als auch Team als auch individuell gibt es dann Vorschläge zur Veränderung und die kommen dann in dieser Entscheidungsphase dem Gehaltschecker-Team auf den Tisch, die dann das globale Gesamtbild sich angucken. Also wir sind 150 Leute, 150 Gehälter, Veränderungswünsche, eigene Ideen, was sich ändern sollte und dann wird lange diskutiert in mehreren Runden, um ein Gesamtbild zu bekommen, mit dem man einigermaßen leben kann und wir uns am Ende diese Zahl auch noch leisten können. Das kommt natürlich auch immer dazu. Genau. Am Ende gibt es dann neue Verträge, die Mitarbeiter unterschreiben müssen. Man spricht auch mit ihnen darüber, warum sich da was verändert und hat und was natürlich. Und natürlich nicht zu vergessen, Retro. Also darüber zu reden, wie hat es denn dieses Jahr funktioniert? Wo müssen wir noch, wo können wir besser werden? Was können wir noch anders machen, um vielleicht in Zukunft das noch, ja, was denn, schneller, reibungsloser, wie auch immer. Ändert sich auch, ne? Welche Maßstäbe man dann anlegt, so von Jahr zu Jahr. 3 Takeaways haben wir für euch. Das erste ist,
es muss zu euch passen. Insofern ist unser Modell, das sehr durch uns geprägt ist, auch keine Blaupause für euch, sondern wie Sven schon dargestellt hat, es gibt verschiedenste Modelle da draußen. Und das war für uns über die Jahre, seitdem wir angefangen haben, agil zu arbeiten, so ein Ding, dass wir uns viel mit unserer eigenen Unternehmenskultur auch beschäftigt haben und uns Gedanken gemacht haben darüber, wie ticken wir eigentlich, wie reden wir eigentlich miteinander, was ist uns wichtig an der Stelle. Und beispielhaft hier jetzt mal Schneider-Kulturmodell, gibt es verschiedene Modelle für. Wir verorten uns da sehr stark im Bereich der Kollaboration, wo uns Dinge wie Zusammenarbeit, Vertrauen und Team sehr, sehr wichtig sind. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie das auf die Dinge matcht, sozusagen, die wir vorgestellt haben. Das ist sozusagen eine Prägung, die dazu geführt hat, dass das als Vorgehen jetzt für uns rauskommt. Wenn wir jetzt im Bereich der Kompetenz wären, dann würde mit Sicherheit, wenn eher Einzelleistungen und so weiter zählt, ein komplett anderes Modell rauskommen. Unser Modell würde in einer Organisation, die sehr stark durch Kompetenz und auch durch Wettbewerb geprägt ist, würde das vollkommen explodieren. Werte. Ist ja auch in der agilen Welt immer wieder Mindset, Werte viel wichtiger als Methoden. Tatsächlich haben wir, ist auch ein Foto aus dem Büro, ist eine Ecke im Eingangsbereich, wo wir unsere Werte an die Wand geschrieben haben. Ich würde mal sagen, das Besondere dabei ist, dass wir sie auch vorher in diesem Agile-Org-Prozess gemeinsam auch erstmal gefunden haben. Also wir haben sie mit den Mitarbeitern diskutiert, formuliert. Wollen wir zum Beispiel, wie war der für Charakterstärke? Bockbeinigkeit. Toller Begriff. Haben uns dann doch lieber dafür entschieden. Auf jeden Fall mal gemeinsam zu diskutieren, was sind denn die Punkte, die unser Zusammenarbeiten beschreiben sollten. Und sich das auch immer wieder vor Augen zu führen, deswegen finde ich so eine Visualisierung sehr wichtig. Ja, und immer wieder daran zu erinnern, ist das eigentlich gerade Fair Play? Ja, jetzt mal ein paar rausgegriffen, die so ein bisschen auf die Gehaltsrunde matchen vielleicht. Ja, zum Beispiel Offenheit hatten wir eben schon, Thema Transparenz. Über das eigene Gehalt sprechen zu können, das eigene Gehalt auch offen zu legen, ja, sicherlich ein Punkt. Ja, Fair Play, sich auch Gedanken darüber zu machen, was sind denn faire Gehälter, wie ist denn die Gehaltsverteilung einigermaßen fair, was definieren wir eigentlich als fair im Sinne von Gehalt? Und manchmal fragen uns Leute auch, seid ihr eigentlich verrückt, dass ihr euch darauf einlasst, so offen mit den Leuten über Gehälter zu sprechen? Und da kommt ein Stück weit unser Wert der Charakterstärke, den wir hier benannt haben, dazu tragen, den wir so beschreiben, dass wir nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, sondern wir wollen Mitarbeiter haben, die in der Lage sind, reflektiert auch über ihr Gehalt zu sprechen, auch über eigene Bedürfnisse nachzudenken. Also warum ist es mir denn eigentlich wichtig, jetzt mehr Gehalt zum Beispiel zu haben? Was sind wichtige Faktoren im Gesamtbundle, die ein Arbeitgeber mir bieten sollte? Also auch solche Dinge zu reflektieren. Und so finden sich sozusagen diese Werte auch letztendlich in dem, was wir als Ergebnis dann produzieren, als Prozess produzieren, letztendlich auch auf Basis unserer Werte und unserer Unternehmenskultur dann wieder. Ja, Nummer zwei, über Geld reden muss gelernt werden. Ich glaube, das haben wir alle nicht gelernt. Das ist irgendwie gefühlt ein Tabuthema. Über Geld redet man nicht und schon gar nicht mit den Kollegen. Das hat ja der Sven vorhin schon abgefragt. Gut, vielleicht zu Hause in der Familie, da geschütztes Umfeld, aber mit den Kollegen, das ist ungewohnt. Und da entstehen natürlich auch merkwürdige Effekte teilweise, ja, darüber zu reden, was ist denn eigentlich ein faires Gehalt? Und wie, gut, du bist 10 Jahre älter, aber ich leiste doch viel mehr und wer sollte jetzt mehr Gehalt bekommen? Und tatsächlich müssen wir das alle üben und stellen auch bei uns ab und an, nein, eigentlich immer wieder fest, dass es sich unangenehm anfühlt und mal einigermaßen funktioniert und mal gar nicht funktioniert. Ja. Was zum Beispiel, also ich habe ja vorhin gesagt, wir machen in unterschiedlichen Runden so Gehaltschecks, kleine, also so Feedback-Kopplungsschleifen quasi, um darüber zu reden, passt das Gehaltsgefüge noch? Das ist zum Beispiel auf Teamebene. Auf Teamebene, also kann man vielleicht darüber diskutieren. Ich sehe das momentan sehr kritisch. Ja, bin der Meinung, es funktioniert nicht gut, auch aus bestimmten Gründen, nämlich wir als Team, wir schaffen unser Sprintziel, wir erreichen unsere Ziele zusammen. Und jetzt auf einmal muss ich mich auf eine andere Ebene begeben, muss sagen, ja, aber ich bin aber ein bisschen besser als du, weil ich kriege nämlich 5.000 Euro mehr und das ist auch gut so. Und wenn dieses Gespräch jetzt rum ist, dann packen wir wieder an und schaffen gemeinsam das Sprintziel. Also das ist irgendwie schwierig. Und da kommen dann so Dinge raus, haben wir tatsächlich exakt so erlebt, dass ein Team sagt, also wir haben uns überlegt, wir verdienen alle das Gleiche, aber alle 5.000 Euro mehr. So, gut, ja, passt jetzt ins Gesamtgefüge nicht so ganz. Ja. So, also insofern sind wir da auch noch am Üben, sage ich mal, und am Finden der richtigen Konstellation. Ja. Schritt für Schritt und immer wieder hinterfragen.
das, was wir jetzt gerade als unser heutiges Vorgehen oder das Vorgehen der letzten Runde, muss man sagen, weil das sich auch wieder ändern kann, so vorgestellt haben, das ist ein Prozess. Ja? Wenn wir uns das anschauen, wie wir 96 Gehaltsfestlegungen gemacht haben, gut, da war ich nicht dabei, ich bin 2003 dazu gekommen, da gab es ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, ne? Und der hat dann gesagt, okay, so und so hat man das dann zusammen abgestimmt. Es gab dann das, was wir hier Variante 2.0 mal benannt haben, das hatte ich schon vorhin mal angesprochen, als die Objektivierung dessen, dass wir versucht haben, über Matrizen das Ganze objektiv zu machen und dadurch zu einer fairen Lösung zu kommen. Und dann haben wir später aber unser Stufenmodell abgeschafft und sind eher zu Gehaltsbändern für gewisse Rollen letztendlich gekommen und haben an der Stelle aber immer noch letztendlich nach Beratung auch mit Mentoren zum Beispiel die Entscheidung in der Gesellschaftergruppe getroffen und sind dann mit der 4.0-Variante in eine Öffnung reingekommen, dass wir gesagt haben, nicht mehr fix die Gesellschafter treffen die finale Entscheidung, sondern dieser gewählte Gehaltscheckerkreis. Das sind so die letzten wesentlichen Iterationen gewesen. Und wir waren jetzt am Vormittag schon mit Sven ordentlich in Gesprächen, der weiß, wie es bei uns knirscht und knackst und sonstiges. Da gibt es ständige Reflexionen und ständigen Austausch dafür auch, wie man das komplett anders vielleicht oder vielleicht auch nur inkrementell verbessert angehen kann im nächsten Jahr. Ich wollte gerade sagen, wir kommen im nächsten Jahr wieder und erzählen wahrscheinlich was ganz anderes. Mag sein. Wir werden sehen. Ja, Feedback. Ich glaube, das ist ja ein sowieso, wenn wir über Agilität und agiles Vorgehen, Mindset reden, Verbesserungsschleifen, stetige Verbesserungen, sich in der Retrospektive zusammenzusetzen, den Prozess zu hinterfragen, sich auch, was wir hier zum Beispiel gemacht haben, von außen mal ein Bild zu holen. Wie finden denn eigentlich, also von einer neutralen Stelle, wie finden eigentlich die Mitarbeiter diesen Prozess? Wie läuft der? Wie zufrieden sind die mit dem Gehalt? Was schätzen sie an der Arbeit hier? Und daraus direkte Rückschlüsse zu ziehen, um den Prozess auch noch entsprechend fürs nächste Mal wieder zu verbessern, halten wir eigentlich für das Kernelement, würde ich denken, oder? Und wir haben schöne Slides präsentiert bekommen mit diversen Grafiken, die uns halt ganz klar auch sagen, okay, an den und den Stellen gibt es eben vielleicht auch dann Veränderungsbedarfe, die wir dann immer aufgreifen können. Genau, und nächstes Jahr, wie gesagt, ist alles anders. In diesem Sinne. Das soweit. Also ich hoffe, wir konnten einen kleinen Aufruf dazu rüberbringen, euch selbst auch immer Gedanken zu machen, wie tickt eigentlich eure Organisation? Und dann ein für euch passendes Gehaltsfindungsmodell auch zu etablieren. Wir haben ganz bewusst etwas Zeit jetzt auch für Fragen gelassen und freuen uns jetzt weiter auf einen spannenden Austausch. Danke. Vielen Dank. Geschnappt. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sehr spannend, ganz toll, interessant. Habt ihr nur Festgehalt oder habt ihr auch variable Anteile im Gehalt und wie unterscheiden sich dann gegebenenfalls die Bewertungsverfahren? Ja, also wir machen die Festlegung, was man auf diesem Gehaltsstrahl gesehen haben, immer anhand des Bruttojahresgehalts und dann gibt es eine Überstundenvergütung in unserem Fall. Das heißt, es ergibt sich aus der Teilung durch 168 des Monatsgehalts, ergibt sich ein Stundensatz sozusagen, der dann als Überstunden vergütet werden kann. Und zum anderen haben wir eine Mitarbeitergewinnbeteiligung. Das ist unsere einzige variable Komponente ansonsten noch, dass wir eben einen Teil der Gewinne an die Mitarbeiter entsprechend ausschütten. So ungefähr vor 5 Jahren hatten wir noch Zielvereinbarungen, die auch monetär vergütet waren. Das haben wir dann irgendwann abgeschafft und zum Festgehalt gemacht. Oder dazugerechnet. Die Erteilung der Gewinnbeteiligung erfolgt auch durch diesen Gehaltscheckerkreis nach gleichem Prinzip? Nee, das ist ein komplett anderer Prozess. Das ist davon losgelöst. Also es gibt dann irgendwie einen Topf für Gewinnbeteiligung. Wir haben so und so viel Gewinn gemacht im letzten Jahr. Ein Teil davon kriegen die Gesellschafter, ein Teil davon kriegen die Mitarbeiter, ein Teil davon die Rücklagen. Und tatsächlich haben wir in unserem Mitarbeiterverbesserungsprozess, Agile.org, die Kollegen gefragt, wie wollten ihr den Topf verteilen? Das ist uns als Gesellschafter völlig wurscht. Hier. Macht mal. Raus kam dann eine Verteilung paritätisch zum Gehalt. Ob das jetzt fair ist, also ich hätte auch einfach jedem das Gleiche gegeben, aber wie gesagt. Also es sind 4, 5 Ansätze dort diskutiert worden und das kam raus. Genau. Ja. Das sind ja schon unterschiedliche Aspekte, deshalb habe ich das auch so hinterfragt. Vielen Dank. Gerne. Auch nochmal, Dankeschön. Habt ihr denn in den letzten 10 Jahren da tatsächlich eine Verbesserung zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern
festgestellt. Also sind die jetzt glücklicher mit dieser Methode? Das dauert ja alles viel länger. Man muss ja fragen, wozu macht man das? Das muss ja auch einen Grund haben. Das muss dann hinterher auch besser werden als vorher. Habt ihr das denn wirklich festgestellt, dass die Leute jetzt damit zufrieden sind? Oder ist dann vielleicht doch untereinander dann Streit oder aufgekroppen? Oder so? Ja, Zufriedenheit funktioniert ja auf unterschiedlichen Ebenen. Das haben wir auch aus dieser Umfrage rausgelesen. Die Zufriedenheit mit dem Prozess ist relativ hoch. Die Unzufriedenheit entsteht allerdings momentan dadurch, dass der Informatikermarkt durch die Decke geht und wir gucken müssen, wie wir mithalten können. Also das allgemeine Gehaltsniveau. Aber wie gesagt, das hat jetzt mit dem Prozess natürlich mit dem Thema Gehalt zu tun, aber nichts mit wie finden wir Gehalt. Vielleicht eine Zahl dazu aus dieser Studie mit der Gehaltstransparenz. Da ist es so, dass 77% der Mitarbeiterschaft sagen, die finden sie gut, so wie sie jetzt heute ist. Das war durchaus früher mal so. Also wir hatten vor 5 Jahren rund immer schon mal so die erste Abfrage gemacht. Wie sieht es denn bei euch aus mit transparenten Gehältern? Habt ihr da Bock drauf oder nicht? Da gab es noch sehr, sehr viel Ablehnung. Und das hat sich schon so ein bisschen einfach etabliert. Wenn man jetzt neu bei uns in die Organisation auch reinkommt, dann ist das eben normal, dass auch zum Beispiel dann so eine Gruppe über die initiale Einstufung zum Beispiel entscheidet. Und sehr viele Leute eben über das Gehalt auch Bescheid wissen. Von mir noch eine Frage. Habt ihr auch Mitarbeiter, die sagen, sie möchten nicht, dass ihr Gehalt offengelegt wird? Und wenn ja, wie geht ihr mit denen um? Also wir haben gemein, Kollegen, die Frage, aber wir haben Kollegen, die sagen, also nein, das ist nicht vorgesehen, wäre die kurze Antwort. Die längere ist, es gibt Kollegen, die sagen, ich will dann wenigstens nicht mitreden. Dann macht ihr das, aber ich stelle mich nicht dahin und rede mit euch über das Gehalt, möchte ich nicht. Die ziehen sich explizit daraus. Aber tatsächlich, also sagen wir mal so, wie gesagt, es gibt ja keine tatsächlich Transparenz. Es gibt nur die Möglichkeit, dass andere fragen. Und dann gibt es diese 10 Leute, diese Gehaltschecker, die müssen natürlich alle kennen, alle Gehälter. So, das ist also darauf muss ich mich einlassen. Wobei man könnte sagen, eine Gehaltsabteilung, eine Personalabteilung in irgendeinem Konzern, die können auch alle Gehälter nachgucken irgendwo. So, also darauf muss ich mich einlassen. Ich muss mich nicht beteiligen bei solchen Gesprächen. Es gibt aber jetzt sozusagen keinen Schutzmechanismus, wie gesagt, auf keinen Fall irgendwie bereitstellen an der Stelle. Das gibt es nicht, genau. Das wird dann ja auch nicht mehr funktionieren, wenn die Gehaltschecker relativ für Gerechtigkeit sorgen sollen und die Leute auf irgendeinem Strahl hin und her schieben. Sie müssen also damit leben. Aber wie gesagt, deswegen haben wir ja auch zusammen mit den Mitarbeitern darüber gesprochen und zum Beispiel vor 5 Jahren das abgelehnt und haben erst nochmal 3 Stufen weitergemacht. Also es ist ja schon ein Prozess, bis wir da hingekommen sind und haben nicht von heute auf morgen gesagt, so, das ist es, alle Gehälter sind offen und los. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das so ein Reifeprozess ist. Also, dass man sicherlich nicht von heute auf morgen sagen kann, ab morgen sind die Gehälter transparent. So, also, das halte ich für den schwierigsten Teil. Ja. Diesen Reifeprozess zu erreichen. Ist es definitiv. Jetzt bist du, achso, sorry. Nur eine kurze Frage. Macht ihr das auch so für Neueinstellungen? Oder ähnlich? Da ist es ein bisschen anders tatsächlich. Es ist eher so, dass Neueinstufungen, da ist häufig das Team noch mit dabei. Ja, dass eben sozusagen bei uns Vorstellungsgespräche laufen auch sehr offen. Das heißt, es wird in die Runde rein kommuniziert, dass jemand als Bewerber kommt. Und dann können eben verschiedenste Leute dazukommen. In der Regel auch aus dem Team, die künftig mit demjenigen zusammenarbeiten. Und im Anschluss gibt es eine Runde, in der wir ein Thumb-Voting machen, also per Daumen so ein bisschen abstimmen, sollten wir denjenigen einstellen. Und dort wird häufig auch schon über einen Vorschlag für diese Einstufung diskutiert, also in welchem Rahmen sich das bewegen könnte. Und dann wird dies nochmal in den Gehaltscheckerkreis, also eher so ein bisschen wie so ein Vetorecht auch mit rein kommuniziert und nochmal Argumente eben mit aufgebracht. Also am Ende wissen wahrscheinlich bei Leuten, die neu reinkommen, so irgendwie zwischen 5 und 12 Leuten, was das so passiert ist. Und ein paar andere, also am Ende sagen dann irgendwie 3, 4, okay, ja, so nageln wir das jetzt fest. Die treiben sozusagen diese finale Entscheidung dann und die Abstimmung mit den anderen Stakeholdern. Wir hatten hier drüben noch, ist schon rübergewandert, genau. Super. Also ich finde es total cool, dass ihr iterativ euren Gehaltsprozess auch immer weiter verbessert. Weil bei der Agilität eines Unternehmens ist das auch eigentlich ein richtig wichtiger Bestandteil, damit die Teams funktionieren können. Das klang jetzt aber für mich ein bisschen so, als wüsstet ihr jetzt gar nicht, wie es nächstes Jahr aussieht, dass da auch sehr viel Freiheit ist. Gibt es denn so gewisse Prämissen, die immer konstant bleiben müssen, sowas wie
also das, der Prozess bleibt so, dass erstmal ein Jahr oder so die Gehälter nicht runtergehen können oder so, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass das auch zu Angst und Unsicherheit führen kann. Jetzt hast du ein paar Sachen vermischt. Also Gehälter gehen bei uns nie runter. Okay. Die gehen immer nur hoch oder verändern sich nicht. Also das ist schon mal... Hat auch arbeitsrechtliche Gründe. Geht auch nicht irgendwie. Das ist so eine, das ist eine Kündigung quasi. Es sei denn, du hast irgendwie variable Bestandteile, aber wie gesagt, beim festen Gehalt geht es so nicht. Wie gesagt, das ist ja, also es, wir haben jetzt wenig über die Downsides gesprochen oder die Themen, die uns beschäftigen damit. Zum Beispiel mit Erwartungshaltungen, die entstehen, wenn man das jährlich macht. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, was genau rauskommt, weil es gibt tatsächlich eine Gruppe in unserer Agile.org von Leuten, 5 Leute sind es, glaube ich, die darüber nachdenken, wie können wir denn da besser werden. Und natürlich wird das auch eine iterative Verbesserung werden. Aber was da jetzt genau anders gemacht wird, ob tatsächlich der jährliche Rhythmus fällt und was da noch dran hängt, das kann ich dir nicht sagen. Da sind auch so Themen wie Konstanz zum Beispiel im Gespräch. Wie kann man da die Konstanz erhöhen? Aber es ist an sich ergebnisoffen. Ja? Also da wird so eine Story aufgemacht und dann werden eben verschiedenste Modelle, also wenn jetzt das Buch von Sven draußen ist, dann werden wir eben mal fleißig blättern und gucken, welche Inspirationen wir aus den verschiedenen Modellen rausziehen können. Und dann wird das beeinflussen, wie wir künftig das Modell aufsetzen. Das ist ja vielleicht auch ganz wichtig. Ihr habt ja auch viel draußen geschaut und geschaut, was gibt es da schon. Buffer angeschaut mit der Formel. Spannend. und dann zu gucken, was könnte in unserer Organisation funktionieren. Also was könnte für uns der erste Schritt sein, um nicht gleich so ein Modell zu kopieren. Und dann hat man natürlich so eine Entwicklung, die gerade im Kulturbereich ja eher so spiralförmig läuft und nicht so konstant läuft, wo man sagt, ey, haben wir nicht vor 3 Monaten schon über dasselbe Thema diskutiert? Dabei ist man auf einer anderen Levelhöhe angekommen. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar hatte Svenja anfangs auf den Tarifabschluss bei der Bahn referenziert. Und jetzt würde mich interessieren, habt ihr in diesen Gehaltsrunden auch andere Komponenten, ich sag mal, als Verhandlungsgrundlage als das schnöde Geld? Also ich sag mal, ist das auch eine Alternative, mehr Urlaub zu nehmen oder die Wochenarbeitszeit zu reduzieren? Ja, wir haben ein sehr flexibles Modell, was die Wochenarbeitszeit angeht, indem man das lineal runter skalieren kann oder auch wieder hoch skalieren kann. Das macht man in Abstimmung mit dem Team und irgendwie mit den Personalkollegen und dann wird das so gemacht. Ja? Das heißt, also man kann sagen, ich will 32, 35, 38, Regelarbeitszeit werden 40 machen. Was häufig eher in den Anschlussgesprächen nach der Gehaltsrunde dann besprochen wird oder auch in Mentorengesprächen ist dann, welche anderen Komponenten gibt es denn, die einem wichtig sind? Also zum Beispiel haben wir für Leute, die 10 Jahre bei uns in der Organisation sind, irgendwie so einen Freimonat und Freimeilen für Flüge. Und da hat jetzt eine Kollegin dann zum Beispiel gesagt, okay, ich will jetzt mal 3 Monate Sabbatical machen. Und dann haben wir das eben unterstützt, sowas auch zu machen. Das sind aber Dinge, die dann eher individuell geregelt werden. Oder wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte halt jetzt eine sehr teure Weiterbildung machen. Und dann wird halt auch über solche Dinge nochmal ein bisschen umfangreicher gesprochen. Also ist vom Gehaltsmodell oder vom Prozess abgekoppelt. Genau, richtig. Okay. Danke. Ja. Genau. Also mit dem Blick von außen hat Seibert sicherlich da echt einen riesen Pool an Add-ons zu bieten. Also auch von mir vielen Dank. Mich würde interessieren, der Boris und Stefan von Novatec hatten ja vorhin ein ähnliches Thema Gehalt. Was würdet ihr von denen mitnehmen? Und an der Blickrichtung, worauf seid ihr stolz? Was wäre so euer Top-Baustein, wo ihr sagt, das würde Novatec von euch mitnehmen als Best Practice? Ich glaube, das müssen wir, also ehrlicherweise sind wir da gerade angereist und haben exakt die letzten 5 Minuten mitbekommen, aber das müssen wir dann gleich mit den beiden Kollegen nochmal in der Lobby diskutieren. Also spannend war es, aber wir haben, glaube ich, da einfach zu wenig mitbekommen. Aber die Frage, worauf ihr stolz seid, was wäre so euer Top-Baustein, wo ihr denkt, Novatec würde das mitnehmen? Ich würde sagen, die Konsequenz, in der wir es dann letztendlich durchgezogen haben, das so umzustellen und mit allen Kollegen zu machen, uns auch mit Leuten, die neu in der Organisation sind, in diese Gespräche reinzugehen, das würde ich als Kernelement davon rausgreifen. Und soweit wir das verstanden haben, habt ihr jetzt auch eine Art Experiment gestartet für euch in einem Teilbereich der Organisation. Und insofern ist es jetzt schwierig, ohne die Organisation genauer zu kennen, das halt so zu sagen, aber würde ich einfach mit auf den Weg gehen, mal eben das auch auszuweiten, wenn ihr da erst gute Schritte gemacht habt. Und eben dann auch die Konsequenz zu haben, das über die gesamte Organisation auszurollen. Noch eine Frage, euer Gehalt, legt es auch der Gehaltscheckerkreis fest? Genau, ja.
Also, hätte ich erwartet. Ja, ist so. Tatsächlich haben Sie noch Berührungsängste. Also gut, es ist so, ich bin auch gewählt worden in diesen Kreis der 10. Also insofern kann ich nur sagen, kann ich das dann auch mit reintragen. Also 3 von 6 Gesellschaftern sind in diesem Checkerkreis auch mit drin. Aber es ist ja noch so ein Thema. Ja. Eine Frage ist noch machbar. Eine letzte. Ganz hinten. Eine Frage, habt ihr, bevor ihr mit dem begonnen habt, die Gehälter ein bisschen nivelliert und angeglichen? Weil ich nehme an, es wird ja doch vielleicht manche sich sehr gut eingekauft haben, manche vielleicht eher niedrig gewesen sein. Ja, das ist ja das, was ich vorhin ganz kurz in so einem Nebensatz erzählt habe. Ja, deswegen okay. Haben wir das ja jährlich gemacht, weil wir jedes Jahr das ein bisschen angeglichen haben. Und auch gerade in den ersten 3 Jahren, wo wir das auch angefangen haben, haben wir den Kollegen das auch gesagt. Wir brauchen jetzt 3 Jahre, um irgendwie einen Zustand herzustellen, wo wir einigermaßen mit leben können. Und diese Zeit müsst ihr uns geben. Also das war die Variante 2.0, die wir besprochen haben, wo wir noch in der Versuchung waren, eine Objektivierung herzustellen. Und da haben wir quasi für die Kollegen dann schon mal festgelegt, okay, dort sollten sie eigentlich sein und haben dann so eine Art Migrationspfad aufgemacht hin zu diesem Gehalt über eben 3 Jahre. Okay, danke. Super. Vielen Dank an euch. Wie lange seid ihr denn noch da? Den Tag. Ganzen Tag. Sehr schön. Also ihr steht auch noch zur Verfügung. Ja. Klasse. Ja, danke. Danke. Danke.